16. und 17. Juli 2024, Prime Days bei Amazon. Ich bin heute Nacht wach geblieben für euch und habe mir ab 0 Uhr die besten Angebote für euch rausgesucht. Es ist wie jedes Jahr einiges richtig Gutes dabei, aber auch einige Angebote, Scheinangebote, die gar keine Angebote sind, bei denen ihr eigentlich mehr bezahlt als zuvor für den regulären Preis. Völlig absurd. Wir schauen uns an, welche Angebote das sind, damit ihr hoffentlich keinen Fehlkauf tätigt. Jetzt geht's los mit den besten und schlechtesten Amazon Prime Day Deals 2024. Ganz viel Spaß! Und um vorab ganz kurz zu klären, warum ich vielleicht so müde aussehe, wie gesagt, ich war ab 0 Uhr auf Amazon für euch unterwegs und habe mich hier durchgewühlt durch die ganzen Angebote, alles verglichen auf anderen Seiten, Preise zuvor und so weiter. Ja, deswegen verzeiht es mir. Ich würde sagen, damit genug drumherum geredet und wir fangen direkt an. Sobald ihr euch die Amazon.de-Seite aktuell öffnet, sieht die wie folgt aus. Ihr seht hier Prime Day 16. bis 17. Juli. Hier oben steht es auch nochmal ganz groß. Und ja, hier sind direkt einige Produkte. Das Ganze ist in Kategorien unterteilt. Hierbei handelt es sich natürlich um einen Technikkanal, dementsprechend natürlich auch nur technische Angebote, die ich mir hier für euch angeschaut habe. Ich habe das Ganze auch selbst ein bisschen unterteilt in Rubriken. Wir fangen erstmal kurz an mit den hauseigenen Amazon-Produkten, die ganzen Echo-Geräte. Was lohnt sich hier? Ja, wir haben den Echo Dot der 5. Generation, absoluter Knallerpreis, der kostet sonst über 60 Euro und das ist auch wirklich so. Der kostet aktuell jetzt 25 Euro, was definitiv ein Schnapper ist. Weiter geht es mit dem Fire TV Stick 4K Max. Das ist sozusagen ja die schnellste und ja, größte Variante des Fire TV Sticks, der ja seit Jahren super beliebt ist. Ich hatte auch bestimmt schon 4 verschiedene Generationen davon. Wir haben immer noch einen und der ist aktuell von 80 Euro auf 37,99 Euro reduziert. Auch das ist ein realer Preis, der hier durchgestrichen ist. Der kostet sonst tatsächlich so viel. Dasselbe gibt es auch noch in der Nicht-Max-Variante für ein bisschen weniger. Ganz ehrlich, ich würde aber da persönlich die 3 Euro mehr investieren und ihr habt die Max-Variante. Die Blink-Outdoor-Kameras gibt es aktuell im Dreier-Set für 88 Euro, was wirklich ein Knaller ist. Blink habe ich auch schon ewig lange getestet. Die machen super Produkte, die Kameras sind klasse, das Ganze funktioniert wirklich top. Und hier 3 Kameras für unter 90 Euro. Das heißt, unter 30 Euro pro Outdoor-Kamera, das ist mal wirklich ein Spitzenpreis. Blink gehört zu Amazon, deswegen nehme ich das hier auch in die Rubrik Amazon-Produkte noch mit rein. Als nächstes kommen wir zum Fire Max 11. Das ist Amazons 11 Zoll Fire Tablet. Aktuell ebenfalls auf 150 Euro reduziert. Super Angebot. Wer schon mal ein Fire TV Tablet hatte, weiß, die Teile sind super solide, preiswert. Und ja, machen auf jeden Fall Spaß in der Benutzung. Das Ding lohnt sich. Abschließend noch ein Amazon-Produkt. Danach kommt schon die nächste Kategorie. Der Echo Show 15, den hatten wir beispielsweise bei uns einmal in der Wohnung. Dann hatten wir noch einen auch in unserem Van montiert als Smart Home Hubzentrale und so weiter. Das Coole ist, mittlerweile läuft da sogar Fire TV drauf. Das heißt, ihr könnt da auch Serien und Filme drüber schauen. Das ging früher alles noch nicht so gut. Ja, mittlerweile ist das Ding einfach klasse. Sieht aus wie ein Bilderrahmen. Man kann die Kamera manuell auch noch verdecken, muss keinen Besorgnisse haben wegen Privatsphäregründen oder sonstigem. Das heißt, es ist wirklich ein cooles Ding. Feiere ich ziemlich. 230 Euro aktuell von 300 reduziert. Auch das ist der reale Preis. Das Ding lohnt sich. Ich denke mal, Amazon kann es sich einfach selber nicht erlauben, hier irgendwie mit den eigenen Produkten da Fake-Angebote rauszuhauen. Denn die Leute wissen natürlich auch grob, was die Amazon-Geräte sonst kosten. Und dementsprechend diese ganzen Amazon-Geräte, die jetzt reduziert sind während der Prime Days, da könnt ihr euch eigentlich bei allen sicher sein. Ja, das ist wirklich ein Angebot. Die Teile sind reduziert. Anders geht es jetzt weiter. Und zwar kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Tablets, Notebooks. Hier ist noch alles gut, aber es wird gleich übel. Wir beginnen mit dem Microsoft Surface Pro 9 für 900 Euro zu haben. Hier steht jetzt minus 45%. Das ist ein bisschen viel, ein bisschen hochgegriffen vielleicht. Es ist tatsächlich reduziert. Es ist sonst so für um die 1.100, 1.200 Euro zu haben. Dementsprechend trotzdem ein super Angebot. Daher absolute Empfehlung. Das Surface Pro 9 ist wirklich ein geiles Gerät und ist so eine Mischung einfach aus beidem. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsangebote tatsächlich des heutigen Tages und zwar das Apple MacBook Air 2022 mit M2-Chip. Ich habe hier aktuell das MacBook Pro aus 2021, glaube ich, mit M1-Chip und ich hatte damals schon überlegt, ob ich nicht einfach auf das MacBook Air
Wechsel. Und genau das ist jetzt wirklich reduziert. Das ist ein Hammerding. Ich habe das schon einigen Leuten empfohlen. Und es kostet aktuell 919 Euro. Wir können es hier gerade mal vergleichen. Bei Apple direkt kostet es 1200 Euro. Und selbst wenn wir es so online ergoogeln, ja, dann kriegen wir es eigentlich auch nicht wirklich für unter 1000 Euro hier gerade so. Das hier sind alles refurbished Produkte, die kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Das heißt ja, ihr spart hier tatsächlich gerade bei diesem Amazon-Deal einiges an Geld. Das ist auch meines Wissens, ich meine, ich mache jetzt YouTube auch seit 7-8 Jahren und eigentlich jedes Jahr die Prime Day Angebot-Videos für euch. Und es ist noch nie vorgekommen, dass Apple-Produkte direkt von Apple reduziert wurden. Mega, mega geil. Weiß ich nicht, was sich da geändert hat. Das ist nicht das einzige Apple-Produkt. Wir kommen gleich noch zu weiteren. Richtig cool, falls ihr auf der Suche nach einem neuen Laptop seid. Für mich unangefochten das beste Preis-Leistungs-Modell aktuell auf dem gesamten Markt. Das MacBook Air mit dem M2-Chip noch. Der M3 ist okay, aber der M2 reicht völlig aus. Das Ding ist der absolute Knaller. Weiter geht es. Hier, tja, jetzt geht's mal eher in die andere Richtung. Das Asus VivoBook S16 Flip wird hier beworben von 1300 Euro auf 800 Euro runtergesetzt. Minus 38%. Mega Deal, oder? Nein, schaut euch das an. Wir gehen hier einfach mal auf die offizielle Asus-Seite und können uns das Teil für 649 Euro gönnen von einem Normalpreis von 700 Euro. Und hier sehen wir, der angebliche Normalpreis läge bei 1300 Euro. Absolut frech, keine Ahnung, was sich Asus hierbei denkt, das ja, auf deren Asus Amazon Store so anzubieten, wenn es doch hier so günstig erhältlich ist. Weiter geht es mit der eigenen Hausreinigung und wer, wenn nicht Ecovacs. Klar, die stellen meiner Meinung nach die besten Saugwischroboter auf dem gesamten Markt vor. So gut wie alles ist gerade ein bisschen reduziert von deren Produktrepertoire. Schaut euch da mal ja, ein bisschen durch. Selbst die Rasenmäherroboter sind reduziert oder auch der Fensterreinigungsroboter Winbot W2, welcher bei uns beispielsweise jede Woche einmal den Wintergarten reinigt. Absolut geniales Ding, wirklich. Schaut euch das unbedingt mal an. Ich verrate euch jetzt aber nochmal ein paar Details zum brandneuen D-Bot X5 Omni, welchen ich ja auch schon ausführlich für euch getestet habe. Findet ihr hier nochmal das Video auch verlinkt. Lasst uns zuerst über die All-in-One Omni Station sprechen. Sie bietet eine vollautomatische Reinigungslösung, einschließlich Heißwasser-Mobwaschung bei 70 Grad, automatischer Staubbehälterentleerung, Heißlufttrocknung und automatischer Wassertank-Nachfüllung. So bleiben die Wischtücher immer sauber und bereit für den nächsten Einsatz. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 12.800 Pascal und einer 200 mm extra breiten Hauptbürste reinigt der D-Bot X5 Omni mühelos Hartböden und Teppiche. Dank des Osmo Turbo 2.0 Rotationswischsystems und dem intelligenten Mop-Hebesystem, das sich um 15 mm anhebt, wenn Teppiche erkannt werden, bleibt euer Zuhause makellos sauber. Ein weiteres Highlight ist die Zero-Tangle-Technologie. Dank der Anti-Verwicklungs-Rollenbürste und den Doppelkämmen zur Luftstromführung gehören Haarverwicklungen der Vergangenheit an. Das bedeutet weniger Wartung und eine effizientere Reinigung. Der D-Bot X5 Omni nutzt die True Edge Adaptive Kantenreinigung und die True Detect 3D 3.0 Technologie, um Hindernisse zu erkennen und zu umgehen. Das D-Shape Design ermöglicht eine präzise Kantenreinigung und sorgt dafür, dass jede Ecke eures Zuhauses gründlich gereinigt wird. Weitere coole Features sind die Unterstützung für Apple Smartwatch, generell Smartphone-Widgets und die Heißlufttrocknung. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 260 Minuten und einem geräuscharmen Betrieb ist der D-Bot X5 Omni der perfekte Begleiter für den Alltag. Wenn ihr euch also das Leben erleichtert und mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben wollt, dann ist der D-Bot X5 Omni genau das Richtige für euch. Monitore habe ich mir auch ein paar für euch angeschaut, sind ein paar coole Angebote dabei. Gerade auch der hier, 299 Euro aktuell zu haben, den kriegt man sonst wirklich ja, maximal für 350, 360, das heißt, der ist auch wieder reduziert worden. Klar, diese Preise sind auch hier wieder ein bisschen hochgegriffen, wie er eigentlich mal gekostet haben soll. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ist es ein gutes Angebot. Genauso der hier, super günstig zu haben. Den kriegst du nicht unter 200 Euro sonst im Netz. Geiles Ding, 165 Hertz, 1 Millisekunde Reaktionszeit. Perfekt zum Zocken, 24 Zoll, optimale Größe. Für wen es ein bisschen größer sein sollte, die nächstbeste Größe, 27 Zoll. Auch das hier, 1 Millisekunde Reaktionszeit, 144 Hertz, 161 Euro aktuell von LG. Mit einem geilen Panel, auch super, super gut. Also bisher die letzten drei Monitore, die waren alle wirkliche Angebote. Die habe ich auch wieder alle verglichen. Das passt.
Weiter geht es mit einem meiner All-Time-Favorite-Produkte von Anker, welches gerade für 28 Euro zu haben ist, was ich jedem empfehlen kann, der viel unterwegs ist. Denn dieser kleine Charger hat es richtig in sich, bis zu 65 Watt Output. Ihr könnt hier euer MacBook laden, ihr könnt hier euer iPhone laden, alles Mögliche. Klar, ihr habt hier insgesamt drei Ports, zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Port. Das Ding hat vorne ein Abknickmechanismus, das heißt perfekt zum Traveln, das Ding kann nicht abknicken, dadurch, dass ihr es immer so schützen könnt. Mega, mega geil, ist bei mir immer dabei und ist gerade ein bisschen günstiger zu haben, falls ihr auf der Suche nach einem neuen Netzteil seid. Das ist das Beste aktuell, meiner Meinung nach. Weiter geht es mit der Rubrik Fernseher und da muss ich wirklich sagen, bin ich heutzutage echt baff, wie günstig große Geräte da schon angeboten werden. Beispielsweise geht es hier los mit einem 50 Zoll Ambilight TV von Philips. Philips meiner Meinung nach einer der besten Hersteller von Fernsehern, gerade aber auch wegen dem verbauten Ambilight natürlich. Das ist ja deren Patent. Im Hintergrund oder an der Rückseite des Fernsehers sind LEDs angebracht, die sich sozusagen farblich genau dem Bild, was man sieht, auf der Vorderseite anpassen und das gibt dann einfach so einen schönen Effekt. Liebe ich aktuell für 400 Euro zu haben, habe ich sonst auch nicht für unter 450 gefunden. Hier 900 Euro wieder völlig übertrieben, aber trotzdem nach wie vor ein gutes Angebot. Für 50 Zoll mit Ambilight von Philips kann man überhaupt nichts sagen. Weiter geht's mit einem ebenfalls 50 Zoll Fernseher, für wen es dann noch ein Ticken günstiger sein sollte, TCL. Wir haben aktuell selbst einen TCL Fernseher in 65 Zoll, genau. Ähnliches Modell. Die Teile sind gut. Sie könnten ein bisschen schneller sein von der Leistung einfach, wenn du durchs Menü scrollst. Das wird bei dem Ding genau gleich sein, denn wir haben, wie gesagt, von diesem Teil hier die 65 Zoll Variante. Ist aber halt nach wie vor einfach ein ultra guter Preis für 350 Euro für einen 50 Zoll Fernseher. Kann man nicht viel falsch machen. Genauso hier der LG Fernseher mit 65 Zoll für 585 Euro zu haben. LG stellt super Panels her, das ist zwar kein OLED-Panel hier, aber ist trotzdem ein Top-Angebot und ja, kann man sich definitiv auch überlegen, wenn es 65 Zoll sein sollten. Jetzt wird es aber nochmal interessanter und das finde ich fast den preis-leistungstechnisch besten Fernseher bisher und zwar ein 75 Zoller von Hisense. Hisense hatte ich auch schon zwei, drei Modelle im Test. Super geile Fernseher, preis-leistungstechnisch einfach die besten aktuell, glaube ich, auf dem Markt. Und der hier ist eben für 660 Euro zu haben. Ist zwar nur eine kleine Ersparnis, aber selbst für 700 Euro war das Ding schon gut. Und jetzt eben für 659 Euro zu haben während der Prime Days. Absolute Empfehlung. Nächste Kategorie, In-Ear-Kopfhörer. Wir fangen an tatsächlich wieder mit einem Apple-Produkt und zwar die AirPods Pro 2. Die habe ich mir selbst vor, sehen wir es hier noch, zugestellt, 22. April, gekauft für 245 Euro, ebenfalls auf Amazon. Das heißt, auch hier stimmt wieder dieser 279 Euro Preis nicht, dennoch sind es 20 Euro günstiger und das ist wirklich cool, denn meiner Meinung nach sind es die absolut besten Kopfhörer auf dem gesamten Markt. Ich habe mich ewig lang gegen AirPods gesträubt, dachte, das ist doch nur Geldmacher, wer braucht sowas, das ist jegliche anderen In-Ears tun es auch. Aber nein, wenn man ein MacBook nutzt, ein iPad, ein iPhone oder sonstige Apple-Geräte, wer dann keine AirPods hat, weiß ich auch nicht, denn es ist wirklich das Wow-Erlebnis, wenn man die Teile hat, sich alles immer automatisch connected. Man dreht sich vom MacBook weg zu seinem Handy und zack ist man wieder am Handy verbunden. Das ist wirklich crazy, wie gut das gemacht ist, kann ich euch nur empfehlen und der Sound ist auch der absolute Oberhammer. Ich bin kein Apple-Fanboy, aber ich realisiere immer mehr, dass sie doch bei einigen Produktkategorien einfach ja, die besten Produkte auf dem Markt haben. Für wen es nicht die Pro-AirPods sein müssen, für den die normalen AirPods der dritten Generation, die sind aktuell auch reduziert auf 155 Euro. Ist auch ein super Angebot. Da müsst ihr einfach gucken vorab, was passt besser bei euren Ohren, beziehungsweise was wollt ihr, welche Art von In-Ears. Für wen es keine AirPods sein sollten, für den habe ich trotzdem hier noch ein paar andere Optionen rausgesucht. Wir haben die Samsung Galaxy Buds 2 Pro beispielsweise aktuell für 100 Euro. Dann haben wir die Soundcore, die ja auch zu Anker gehören, für 59 Euro, die Liberty 4 sind das. Und ich glaube, die Nothing Buds noch, genau. Die Nothing Buds, ebenfalls kabellose Kopfhörer für 30 Euro, gehört zur Handymarke Nothing, wem das was sagt. Sind preis-leistungstechnisch absolut zu empfehlen, die Dinger. Wir machen weiter noch mit so ein paar kleinen Gadgets. Und zwar gibt es hier einmal die Anker Powerbank mit 20.000 mAh und integriertem USB-C-Kabel. Das Ding ist wirklich super geil. Man kann das nicht nur als Handy-Ladekabel dann nehmen, sondern auch als Schnalle verwenden und die irgendwo an den Rucksack hängen oder sonstiges. Aktuell für 31 Euro zu haben mit 20.000 mAh, absolut klasse.
Weiter geht es mit einem Produkt, was für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen random erscheinen mag. Ich habe aber damit extrem positive Erfahrungen gesammelt und das würde ich euch gerne kurz weitergeben. Für 285 Euro ist dieser 5G-Router aktuell zu haben. Ich habe ihn im vergangenen Jahr, ich glaube, für 440, 430 Euro gekauft noch. Warum habe ich mich für den entschieden gehabt? Naja, es war im Vergleich zu allen anderen 5G-Routern auf dem Markt immer noch der günstigste und gerade jetzt ist er super günstig. Das heißt, für den einen oder anderen, der vielleicht keine Möglichkeit hat, über Kabel irgendwie Internet bei sich zu Hause zu realisieren und sich kein teures Starlink kaufen möchte, für den ist so ein 5G-Router vielleicht eine Option mit einer unlimitierten Datenkarte. 284 Euro, das Ding läuft, top, kann ich empfehlen. Ja, weiter geht es mit dem iPad von Apple aus 2022, das ist die 10. Generation. Auch das Ding ist gerade ein bisschen reduziert auf 369 Euro. Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, dass auch Apple-Produkte endlich mal bei den Prime Days so reduziert sind. Sollte für die meisten völlig ausreichen, es braucht kein Air- oder Pro-Modell. Mit dem iPad kannst du eigentlich alles machen und das wird auch noch einige Jahre Updates bekommen. Dementsprechend, falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Tablet und es muss von Apple sein, dann gönnt euch das der 10. Generation. Die AirPods Max, die waren ja eigentlich so gut wie noch nie irgendwo reduziert. Teilweise sind die sogar eher teuer geworden. Und auch die sind jetzt während des Prime Days mal ein bisschen reduziert, sogar in allen Farben. In den anderen Farben sogar noch günstiger, wie ihr sehen könnt, für 489 Euro. Das ist doch schon echt eine feine Sache. Das ist immer noch meiner Meinung nach völlig übertrieben, knapp 500 Euro. Aber wer immer mal oder unbedingt schon immer AirPods Max haben wollte, für den ist vielleicht genau jetzt der Zeitpunkt gekommen. Der Apple Pencil ist auch ein bisschen reduziert auf 99 Euro. Den kriegt man sonst vielleicht so für 130 Euro. Also das lohnt sich definitiv auch, wenn ihr viel mit dem iPad arbeitet oder gerade in Kombination mit dem iPad der 10. Generation dann zusammen kaufen vielleicht sogar. Die Apple Watch SE der 2. Generation ist ebenfalls reduziert auf 232 Euro. Ich selbst bin kein Smartwatch-Träger, aber für wen, der eine Smartwatch trägt oder gerade eine Apple Watch, auch jetzt ein guter Zeitpunkt. Abschließend kommen wir hier noch ein bisschen zum Kulinarischen. Und zwar gibt es gerade eine Heißluftfritteuse für 100 Euro. Die ist super, denn die ist groß. Und groß ist bei einer Heißluftfritteuse gleich gut. Wir selbst hatten eine Heißluftfritteuse mal, hatten uns erst eine viel zu kleine gekauft und gemerkt, ui, da kommen wir aber gar nicht hin, weil man sollte das ja eigentlich nicht bedecken. Beispielsweise, wenn man mehrere Pommes aufeinander macht oder sonstiges, es sollte immer nur eine Schicht sein, dann geht damit echt nicht viel. Deswegen so eine große mit 5,5 Liter Fassungsvolumen ist wirklich spitze aktuell für 100 Euro zu haben. Das Ding lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video die Augen ein wenig öffnen, damit auch ihr genau hinschaut und vergleicht, was sind Angebote, was sind keine Angebote, was lohnt sich und so weiter. Es ist wirklich frech teilweise, was hier, ihr habt es gesehen, was die Hersteller hier durchziehen und wo man es dann auf anderen Seiten doch deutlich günstiger kriegt. Andererseits sind trotzdem auch einige richtig, richtig gute Angebote dabei. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal recht herzlich an Ecovex für die Unterstützung des Videos. Ihr findet den Link natürlich zum X5 in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Alle anderen Produkte sind natürlich auch verlinkt. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Ich leg mich jetzt erstmal ein Ründchen aufs Ohr. Gute Nacht.